Hallihallo. Schön, dass ihr noch da seid, dass ihr wieder da seid. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis jetzt bin ich in Neu-Londo angekommen und kämpfe gegen Geister, die mich durch Wände angreifen. Viel Spaß. Oh, und Kaffee habe ich. So, gut, ich habe Seelen da unten jetzt, die für 7000 sind weg. Ich bin immer noch schwer am Überlegen, ob ich nicht doch nochmal die Spinne probiere. Aber irgendwie finde ich es gerade interessant da unten in Neu-Londo. Komm, ich probiere noch ein bisschen weiter in Neu-Londo zu. Ein bisschen weiterzukommen. Ich hätte mir vielleicht noch so ein Wanderding besorgen sollen. Mist. Zwei Wanderflüche habe ich noch. Nee, nee. Ah, okay, die machen das aber anscheinend auch nur an der Stelle. An der Stelle, wo einen die Sicheln berühren, ziehen sie sich dann an einen ran, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Richtig erkannt habe. Da links kommt gleich auch noch einer, genau. Ihr blöden Säcke, ey. Ihr habt eine Reichweite, die unangenehm ist. Nee, ah. Komm, ey. Das Timing dann auch, ne? Das die haben. Nein, hör auf. Ah, danke. Das waren nur, das waren nicht so viele. Okay. Der da oben ist ein Nervsack, der ist mir egal. Ah, ich erkenne gerade, woran ich sehen kann, wie lang der Fluch noch geht. Hallo, ich wollte dich anwie. Hallo? Hallo? Warum? Da kommen fünf Stück plötzlich. Aus allen Ecken. Wenn man 3 Meter in diesen Raum reingeht. Die sind da unter einem.
Spinne. Spinne, Spinne, Spinne. Muss ich diese Feuerrüstung irgendwie aktivieren? Feuerabwehr 10. Zwölf. Hier war ja sonst nix, oder? Hey. Oh, wait. Hi, wer bist du denn? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Oh, uh-huh. Look at me now. Can you believe it? Hmm. Wie kriegen wir dich da raus? Ich will deine Dienste. Muss ich gestehen, dass ich recht unterbeschäftigt bin. Wie wäre es, ich könnte eure Waffen schmieden, wenn auch nur mit dürftigem Werkzeug. Ich werde euch zeigen, was man zum Besten in ganz Windheim... Na, der kann die auch nicht reparieren. Gut, ich habe keine Seelen. Aber kann der meine plus 4 Axt noch weiter verstärken? Sieht nicht so aus. Was hast du für Zeug? Seelenpfeil. Aha. Zauberzeug. Okay. Der kann leider auch nicht mein Schwert reparieren. Was ist er denn für ein Lappen eigentlich? Bin ich hier richtig? Ich glaube ja. Ja. Oh, und hier geht's noch in die andere Richtung. Da war ich ja auch noch nicht. Ha. Okay, ich guck mir mal kurz an, was da hinten noch geht. Auf jeden Fall gibt es da Loot und das sah nach schwierigem Monster aus oder so. Aber ich habe null Seelen und alles easy. Also, let's go. Da ist irgendein Todesdrache. Das ist ein gewaltiger Todesdrache. Du bist ein gewaltiger Todesdrache, der jetzt aufwacht, um mir hart eine mitzugeben. Ja. Aber ich hab sein Zeug. Aber ich hab sein Zeug. Und ich guck nochmal dahin. So, warte. Was hab ich gekriegt? Ich hab's nicht richtig gesehen. Hä? Ah, da. Astoras Schwert. Was kann das? Magie. 80.
Und ich glaube, ich habe Rüstung von dem bekommen. Boah, jetzt was habe ich von dem gekriegt? Okay, Leute. Also das ärgert mich jetzt auch doch sehr. Ich habe eine Frage. Ist gerade jemand im Chat am Start? Ich habe eine Frage, die ich geklärt haben möchte. Hey, Paul. Grüß dich. Hi. Eine einzige Sache, die ich wissen muss jetzt. Habe ich den Händler verpasst, mit dem ich meinen Ramsch verkaufen kann? Habe ich ihn nicht gefunden? Habe ich einfach die Option übersehen, dass ich Zeug verkaufen kann? Ist der Händler, dem ich Sachen verkaufen kann, irgendwo, wo ich schon war? Und wenn ja, ist es der Typ im schwarzen Mantel, den ich verprügelt habe. Okay, scheint eine längere Antwort zu sein. Ich gehe nochmal zu dem Drachen und versuche noch den letzten Gegenstand dort zu kriegen. Weil ich habe ja noch mehr bekommen, nur weiß ich nicht was. Und das jetzt rauszufinden, weil ich so viel Scheiß dabei habe. Was habe ich denn noch von dem bekommen gerade? Irgendeinen Ring? Nee. Nee. Kanalkammerschlüssel. Okay, da kommt keine Antwort. Dann mache ich einfach weiter. Ach, er lebt jetzt. Scheiße. Er ist aufgewacht, der Gute. Wie mache ich das jetzt? Ich will nur an den Loot da hinten rankommen. Ah, Kriegerseele. Haut er nochmal? Ich laufe einfach mal weiter und guck mal, was hier noch geht. Oh,
Okay. Der bleibt wohl dort sitzen. Gut. Okay, hier soll ich noch nicht hin. Ja. Gut, ja. Puff, 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 puff. Sehe ich aktuell nicht, nochmal darunter zu gehen. Deswegen gucke ich mich jetzt nochmal hier hinten um. Autschi, ihr seid mir zu viele eigentlich. Könnt ihr euch mal gegenseitig aufs Maul hauen, bitte? Einer weniger. Aua. Na bitte. So, da gab es jetzt noch einen Zweihänder. Irgendeine Kriegerseele, glaube ich, war das vorhin noch dabei. Dann liegt dort noch was. Ein Fernglas? Ist das euer Ernst? Was zum Geier soll ich denn mit einem Fernglas? Dieses hochentwickelte Gerät wurde von einem berühmten Handwerker aus Astora gefertigt. Es hat zwar nur einen Nutzen, aber dafür viele Einsatzmöglichkeiten. Der Wert dieses Fernglases hängt wesentlich von der Fantasie seines Besitzers ab. Aus Blech gefertigtes Fernglas rückt Entferntes näher.
Ernsthaft? Es ist ein verdammtes Fernglas. Warum? Und wofür? Oh Gott, warum ist es hier so dunkel? Katakomben. Oh, was seid ihr denn? Ey! Ey, nein, 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 Leute, 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 Leute. Und ich habe den Fokus verloren. Warum? Es steht wieder auf. Ja. Ich kann euch eh nicht killen. Also laufe ich jetzt einfach weiter. Autsch. Nee, warum? Ah, hier unten ist ein Leuchtfeuer. Okay, und da steht einer. Da unten ist ein Leuchtfeuer. Boah, hab ich da was verloren? Hab ich da unten was verloren? Ah, so viele Optionen gerade, die sich mir auftun. Na klar, trifft er mich da noch. Du bist so ein Saftsack. Hör. Also am wohlsten habe ich mich doch noch bei den Geistern gefühlt. Aktuell. Deswegen gehe ich noch mal zu den Geistern. Und dafür brauche ich noch ein bisschen Zeug. Hallo? Ich will mehr kaufen als einen. Sie hat keine mehr.
Sie hat keine von diesen Geisterdingern mehr. Oh mein Gott, ist das schlecht. Das ist saublöd. Ich vermute mal, dass das letzte da Geist ist. Oder ist das Blitz? Das ist Blitz, ne? Das ist nicht Geist. Magie, Feuer, Blitz. Dann frage ich mich, ob es überhaupt gegen die... ...21, 26... ...ist alles so schwer. Ritterrüstung, 37... Das ist 12, 14. Was macht man denn, wenn man keine... Dann kann ich ja nicht mehr gegen die Geister da unten kämpfen. Was macht man denn dann? Einfach verkackt oder wie? Das ist ja eine miese Nummer. Ich sehe gerade was. Ich muss ja jetzt nicht noch hier auf Risiko 8000 Seelen verballern und irgendwo runterfallen oder so. Kann ich mich auch kurz ans Leuchtfeuer setzen und nochmal hochleveln. Ja, komm, gehen wir nochmal ein bisschen auf Leben. Ein bisschen Leben noch. Also, ich probier's nochmal bei den Geistern. Ich stehe gerade sehr auf dem Schlauch. Lohnt sich die Spinne? Ich vermute, dass so wie es bisher wirkt, ist das ein Nebenboss, den man gar nicht unbedingt killen muss. Habt ihr vielleicht Wanderflüche für mich? Sieht nicht so aus, als würden die irgendwas droppen hier. Eher nicht, hä? Tja. Aber dann werde ich jetzt nicht gegen die da die Wanderflüche verschwenden. Das ist ja Quatsch. Absoluter Unsinn.
So. Jetzt kommt mal her, ihr. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auch einfach rüberrollen könnte. Oh, 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 da kommen schon die ersten. Drei Stück. Oh, danke. Jungs. Echt jetzt? Stopp, 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 stopp. Nein! Mann, weil ich schon wieder einen Wanderfluch verschwendet. Da kam auch einer von hinten. Du blöder Vogel da oben, was hat's mit dir auf sich? Oh, warte mal, ich hab... Wenn ich jetzt Menschlichkeit schluck... Moment, jetzt bin ich noch nicht mehr... Oh, nicht... Okay, Moment, 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 Moment. Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon, unless you enjoy swinging about with blunt instruments. Okay. Der hat mir noch mal was anderes erzählt jetzt. Oh, hello. I'm pleased to see you safe, as always. If you provide the materials. Pyromantie. Ja, das ist mir egal. Don't you dare go on. No. Verdammte Axt. Vögelchen, ich bin jetzt menschlich. Nee? Nix? Interessiert ihn nicht. Interessiert ihn nicht. Wenn ich als Mensch zum Schmied gehe, sagt er mir vielleicht was anderes, weil jetzt der eine irgendwie gemeint hat, ich soll zum Schmied gehen und mir eine Waffenkiste besorgen? Erzählt mir der Schmied jetzt was anderes?
Aber ich will erstmal hier noch einen Kill machen. Bisschen, paar Seelchen sammeln, falls der Schmied jetzt doch irgendwas für mich hat. Einfach mal ein bisschen was mitnehmen. Und einen Schleifstein kaufen. Ich hoffe, die 700 Seelen reichen. Sonst habe ich, glaube ich, noch ein paar Seelchen im Inventar. Verstärkung von Waffen. 2000 Seelen. Ja, ja, ist okay. Ich muss ein paar Seelen benutzen. 2000. Perfekt. Und zwar will ich die Waffenschmiedekiste haben. Oh, warte mal, aber die kann ich nur einmal kaufen? Wie viel habe ich jetzt hier noch? Reicht. Rüstungsschmiedekiste. Ja, nehme ich auch. Ich bin gespannt. Ich habe halt nur noch einen Wanderfluch. Ich weiß auch nicht, ob die gute Hexe irgendwann einen Restock kriegt. Oder ob das alles war. Und den Rest muss man sich aus den Taschen zaubern. Apropos zaubern. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, dass ich mal probiere, ob ich die Geister einfach mit Zaubern vernichten kann. Hattest du nicht auch irgendein Zauberzeug? Ah, der verkauft mir gar nichts mehr, oder wie? Ah, doch. Gegenstand kaufen. Große Heilung, Rückkehr, Wucht, Rat suchen, Heilung. Dieses rasche Wunder fügt keinen Schaden zu, wirft Feinde aber zurück. Rückkehr. Wurde umtot. Okay, da kann man zurückkehren. Der Auszug aus der großen Heilung umfasst nur einige Verse der großen Heilung.
Stellt Trefferpunkte wieder her. Nee, das ist alles nixig hier. Was stand hier nochmal? Gestenmenü, okay. So, jetzt gehen wir hier an das Leuchtfeuer hin und hier kann ich jetzt Waffe verstärken. Und wir gehen mal auf... Ach, die ist jetzt hier gar nicht drin. Das ist einfach nur... Ich dachte, ich schleife die jetzt irgendwie oder so, die Waffe. Aber das ist zum Verstärken. Tatsächlich wirklich zum Verstärken. Für nichts anderes. Also das, was ich bei dem einen schon plus 5 gemacht habe. Und das kann man nicht verstärken? Okay. Ja, da kann man einfach nur seine Rüstung verstärken. Okay. Schon verstanden. Ein paar Sachen kann ich jetzt selber reparieren. Muss ich nicht mehr zu dem Typen rennen, um Sachen zu reparieren. Naja, zumindest das. Ha. Nun, ich werde weiter versuchen, jetzt gegen die Geister zu kämpfen. Ich gucke mal, ob ich mit Menschlichkeit denen vielleicht Schaden zufügen kann, auch wenn ich nicht diesen Fluch genommen habe. Die Katakomben haben mir noch nicht so ganz zugesagt. Keine Ahnung, das war... Da bin ich rein und... Boah, nee. War nicht cool. Hat nicht so Spaß gemacht da unten. Vor allem, weil die ja auch nicht draufgegangen sind. Ob der Typ da unten jetzt was anderes sagt, wenn ich menschlich bin, mal gucken. Ja, der hat nur noch wilde hier ein paar Zauber am Start. Okay. Waffe verstärken, Rüstung verstärken. Der macht mir auch nichts anderes. Aber das Schwert möchte ich mal ausprobieren. Na. Wow. Weil ich B drück. Na gut, ist ja nichts passiert quasi. Doch, meine Menschlichkeit ist weg, oder? Auch ihr... So ein Mist, ey. Das war ja jetzt sowas von unnötig gerade. Also. Schlimmer geht's ja nicht. So, was ich eigentlich machen wollte, war... Ultra-Großschwert. Wait, what? Tisch. Jawohl.
kann mit aktuellen Werten nicht effektiv genutzt werden. Was fehlt mir denn? Magie? Nötige Attribute. Wille. Aha. Wie viel? Mir fehlen 3 Wille dafür. Das versuche ich mal. Ich glaube, das probiere ich. Weil das ist ja, was ist das für ein Schwert? Einfach ein gerades Schwert. Macht das dann physischen und magischen Schaden? Gleichzeitig? Wie viele Seelen habe ich denn noch? Nicht mehr viel, ne? Das lohnt, das reicht nicht, das reicht lange nicht, um dreimal zu leveln. Wo gehe ich hin? Dass es sich auch lohnt. Am besten irgendwo, wo ich nicht irgendwelche Sachen brauche, um Viecher zu bekämpfen. Weil es könnte ja sein, dass ich mit diesem magischen Schwert gegen diese Geister vorgehen kann, oder? Geister geben jetzt nicht besonders viel und die sind super nervig. Aber ich möchte jetzt einmal probieren, ob ich sie bekämpfen kann. In menschlicher Form. Weil das wäre ja schon mal, das wäre schon mal nicht schlecht. Dann habe ich dieses Fluchgedönse nicht. So, komm mal her, du. Nee, kann ich nicht. Und abwehren kann ich da auch überhaupt nichts. Ich habe nur noch einen von diesen Flüchen. Tja, ich denke, dann ist die Spinne tatsächlich aktuell meine bessere Option. Und zumindest da runtergehen und irgendwie Seelen farmen, dass ich das Schwert nutzen kann, um gegen diese Geister vorzugehen. Jetzt wäre ich fast da runtergesprungen. Wieder die Menschlichkeit verlieren. Da-dam! Also ich meine, die Boys da vorne, die geben mir ja... pro... Ja, klar. Hau mich halt. Nee, lass mal. Nein, ich möchte jetzt nicht gegen euch zwei sterben, bitte.
So. Die beiden mal erwischt. Die sind halt jedes Mal 500 Seelen. Das ist schon was. Der Weg dahin ist allerdings ein Stück. Ein nerviges Stück. Ey. Es ist ja so blöd, ne? Fünfhundert Seelen pro Gegner, das taugt schon. Und da unten sind noch viel mehr davon. Nee, nicht auf der Leiter jetzt. Und auch bitte nicht so weit oben jetzt. Ich sehe nix. Steuerung, Kamera, Ansicht, bitte. Und, oh Mann. Also von oben runterklettern ist ein ganz schöner Nerv. Ich habe auch die ganze Zeit Angst, hier runterzufallen. Anvisieren bitte, danke. Hängt der schon wieder an mir dran, ey. So, wir sind wieder unten angekommen. Ich möchte ein bisschen Willenskraft. Ich habe leider zu viele Seelen verschwendet für irgendeinen anderen Unfug. So. Kommt ihr? Jetzt kommt ihr. Die andere hängt fest. Und da spawnt einfach noch eine. Wow. Die auch kommt. Okay. Ja, ich weiß, du bist auf dem Weg. Die haben keinen Sound mehr bei mir. Kein Fliegensound mehr.
Der Sound ist einfach abhanden gekommen. Mann, jetzt haben wir doch hier ums Eck zwei von den Dicken. Die einfach im Dunkeln stehen. Wow. Also hier verstehe ich die Beleuchtung ja auch mal so gar nicht, ne? Komm her, vorhin bist du doch auch gekommen. Kommst du jetzt? Vielleicht? Herr Atlas, kommen Sie bitte. Na bitte, geht doch. Ja, ich weiß, dass du da bist. Komm mal lieber um die Ecke hier. Genau so. Immer dieses Jauchezeug. Ich meine, das sind leichte 500 Seelen, die geben. Nee, warum? Hä, ich hab doch vorhin bin ich doch hier durchgekommen. Ach so, wahrscheinlich hat er eine leichtere Rüstung an, ne? Mist. Naja, okay. Gut, schön, dass wir das auch bemerkt haben. War der Helm hier so schwer? Also, auf jeden Fall will ich da die Boys einzeln. Und nicht am Stück. Nicht alle zusammen, bitte. Wie kriege ich jetzt einen nach dem anderen? Erstmal den hinteren vielleicht. Ja, genau so ungefähr. Guck mal. Nochmal easy 500 Seelen. So, du bitte. Jawohl. Ja, schmeiß mal nicht auf mich. Komm mal lieber zu mir, bitte. Renn mal nicht in deinen Kumpel rein. Wo rennt er denn lang? Jawohl.
der letzte. Ja, das gefällt mir sehr gut. Jawollo. Nee, nicht gut. Keine Ahnung, woher die beiden jetzt kommen. Aber ihr seid ungebetene Gäste. So. Das waren schnelle 6000 Seelen. Gibt's hier unten noch irgendwas? Okay, nein. Ach, sie haut wieder mehrfach zu. Warum treffe ich sie nicht? Das gibt's doch nicht. Hallo? Na bitte. Und die nächste. Ja, sind auch ein paar Seelchen. Sind auch ein paar Seelchen, die man hier kriegt. So. Warum kommen jetzt so viele davon? Komm. Dass ich dich auch treffen kann. Danke. Ich sollte, denke ich, so hier durchrennen. Nein! Okay, meine Rüstung hat mir definitiv geholfen dabei, nicht so schnell vergiftet zu werden. Alles klar, haben wir das auch verstanden? Scheiße. Ach Mann, ey. Ah, jetzt kann ich auch gerade durchlaufen. Was? Warum? Ah. Habe ich hier unten noch irgendwas verpasst, eventuell? Vielleicht. Gut möglich. Aber ich brauche halt echt schon 8200 Seelen, um einmal Wille zu leveln. Boah, Leute, das ist schon ein bisschen was. Ich muss ja sogar nur zweimal Wille leveln, ne? Komm. Komm bitte zu mir. Ja. Brav. Ah, es sind beide. Es sind beide. Und eine Scheißbiene. Fliege. Wie auch immer ihr sie nennen wollt. Stagger ihn doch. Ich stehe hinter ihnen und krieg einfach nicht den. Jetzt einmal wenigstens. Blödes. Du bist gerade so fehl am Platz, ne?
unnötig. Immerhin muss ich jetzt nicht warten. Ich kann hier durchlaufen. Dämliche Fliege, ey. Ach, guck mal. Die beiden haben mich... Jetzt haben sie mich bemerkt? Super Sach, der hat was gedroppt. Ein Jaucheküchlein, ach ja. So, und der andere ist jetzt hier oben, ne? Der ist wieder seinen seltsamen Weg gelaufen. Und Jaucheküchlein. Hey, komm mal her, du. Nicht werfen. Oh! Okay, doch werfen. Werfen ist es wohl. Nee, Fliege. Nee. Ihr seid jetzt gerade wieder unerwünschte Gäste, sehr, sehr unerwünschte Gäste, die ich nicht treffen kann, weil ihr wieder so eine blöde Position habt hier, ne? Unglaublich. Eine zumindest. Ich muss saufen. Danke, so, jetzt zu dir. Komm her, du. Noch eine Fliege, aha. Und noch eine. Der Typ da hinten reicht ja nicht. Besser mal nochmal drei Fliegen herschicken. So, jetzt hat Le. Und noch ein Jaucheküchlein, jawohl. Zumindest habe ich sie jetzt wieder gehört. Die spawnen da hinten die ganze Zeit. Ich kann ihn nicht treffen und er mich nicht. Dann so. Passt. Okay, ich muss einfach von oben hauen. So. Einmal Wille hochleveln. Bitte. Hätte ich das mal früher gewusst. Ja, theoretisch ist es mir jetzt gerade egal mit der Vergiftung, weil ich setze mich ja ans Feuerchen. So. Ich glaube 13 waren es. 14. Mist. Ich hätte gerne dieses Schwert probiert. Zusätzliche Effekte.
sieht aus wie Menschlichkeit, so ein bisschen. So, jetzt kommt hier gleich so ein kleiner, genau, da ist er. Und dann mal los zu den beiden Boys wieder. Lol, man kann... Wie habe ich das gerade gemacht? Der ist gesprungen. Okay, seltsam. Hi. Wirfst du wieder auf mich? Ja, du wirfst auf mich. Komm hier fliegen. Ja, da hinten kommt eine, ne? Kommen beide? Nee, es kommt nur einer. Kommt doch keine Fliege. Na gut. So, hi. Ja, wirf mal. Sehr gut. Kommst du? Ah, er schmeißt noch ein bisschen Felsbrocken nach mir. Jetzt hat. Kommen Sie. Ich habe ein bisschen was für alle von euch. Also die sind erstaunlich einfach zu killen. Da habe ich mit heftigerem gerechnet, als ich die da hinten habe stehen sehen. Hatte ich richtig Schiss. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Komm mal ein bisschen weg von deinen Kumpels. Ah, jauche Küchlein. Davon habe ich auch sowas von viel zu viele mittlerweile. So, und wenn ich den trigger, kommen die beiden da oben mit. Jetzt kommen erst die beiden da oben. Ehrlich? Wild. Ey, mich ärgert's total, dass ich das jetzt gerade so spielen muss. Aber ich weiß gerade nicht weiter mit den Geistern.
Lass mich doch den Hit durchmachen. Ey, ich treffe sie nicht, ne? Weil wir hier so auf so einer Schräge stehen. So. Ja, du spawnst einfach neu. Ja, dann komm jetzt mal, du Dicker. Na bitte. Die spawnen einfach, da spawnen einfach zwei neue. Das ist voll mies, dass die da neu spawnen. Geben die mir wenigstens ewig... Danke. So. Und sie ist wieder da. Und sind beide wieder da. Was soll denn das? Ich dachte, die Gegner sind weg, bis ich am Leuchtfeuer war. Ey, 36 Seelen sind mir zu wenig zum irgendwas farmen, Leute. Lasst mich jetzt den hier mit 500. Na bitte. Geht doch. Achso, ja, der muss den ja erst aufheben und jetzt kann ich wieder Schaden machen. Und jetzt. Kriege ich hier irgendwo sonst noch ein bisschen... ein paar Seelen her? Weiß gerade gar nicht. 440, ja, einmal müsste ich noch quasi. Noch ein bisschen mehr, aber da hinten war auch nichts Ordentliches, was mir irgendwie wenigstens ein paar Seelen gegeben hätte. Ja, komm, dann 440. Ja, noch einmal so und dann... Nee, ach, ich muss ja... Oh, ich brauche ja zweimal. Ich muss ja noch zweimal Wille aufleveln. Oh je, oh je, oh je, oh je. Woher 14? Das reicht gerade nicht. So ist besser, ja. So, wo bist du? Hier bist du. Immer schön am Giftlimit. Komm her. Jawohl. Von mir aus sollen jetzt auch beide gleichzeitig kommen, ey, ganz ehrlich. Jetzt habe ich sie dann langsam raus. Komm. Jawohl, er kommt direkt. Wunderbar. Ja, er haut nochmal von der anderen Seite, genau. So, den auch. Danke für eure Jauche-Küchlein. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Jetzt stand ich natürlich in der Seuche drin, ey. Schlecht.
Tja, muss ich abwarten. Keine Lust, vergiftet gegen die zu kämpfen. Wobei es auch nicht so schlimm war, ne? Let's go! Rüber! Als ob du jetzt da oben an dem Ding hängen bleibst, ne? Na bitte, tut sich was. Nee, lass mal bitte auf den anderen gucken. Ah, der hängt da oben fest. Okay. Autsch. So, den erwischt. Ey, nicht weglaufen. Es wäre ja schon angenehm, wenn diese Insekten... durch diesen weiten Schwung auch sterben würden. Das wäre sehr praktisch. Danke. War ein bisschen früh benutzt. Brauchte ich noch nicht. Aber egal. Kannst du bitte verdammt nochmal aufhören, dich nicht treffen zu lassen von mir? Das wäre wirklich sehr, sehr freundlich, Fliegenviech. Wenn ihr das nicht so machen würdet. Das finde ich nämlich irgendwie ein bisschen mies, Leute. Das ist einfach nur unnötig. Danke. So, und jetzt reicht's nicht mal. Was habe ich denn da ausgerechnet? 4400. Achso, ich hatte noch was vom vorigen Lauf. Ah, da war noch was übrig. Was mache ich jetzt? Ja, zurücklaufen ans Feuerchen. Und nochmal. Und erneut. Muss eh einen Moment warten. Jetzt muss ich noch mal einen Moment warten. Mist. Ach so, nee, die Vergiftung ist mir ja egal, haben wir gesagt, ne? Weil ich ja jetzt sowieso ans Feuerchen gehe. Ja. Das ist so unbefriedigend. Ich glaube, ich gehe jetzt mal die Spinne machen. Ich versuche jetzt einfach mal die Spinne zu machen. Woher habe ich jetzt eine Menschlichkeit noch dazu bekommen? Durchs eine Mal leveln oder was?
Hallöchen. Kommen Sie. Staunen Sie. Staunen Sie über meine gewaltige Axt. Hallo. Ach ja. Ich hatte Angst vor dem Gebiet hier unten. Jetzt ist easy. So. 8800, reicht das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss ganz kurz an die Tür. Ah, wer hat an der Uhr gedreht? Eieieiei, ist es wirklich schon so spät? Der Kollege ist da. Kleiner Freitag geht gleich los. Den findet ihr übrigens auf meinem Hauptkanal. Hoppla, das war... das war wild gerade. Gut, jetzt kämpfe ich gegen zwei. Hat vorhin ja auch schon super geklappt. Oh, das ist ganz schlecht. Ich sehe nichts. Minimal ungeschickt. Aber nur ein kleines bisschen. Komm mal raus aus der Jauche da, du Fettsack. Ach komm. So, machen wir aus 2 mach 1. Ja, kommst du auch wieder raus da? Wäre lieb von dir. Hab da jetzt nicht so Lust drauf. Da rein zu latschen. Ja, das ist gut. Hallöchen. So, der ist auch hinüber. Jetzt haben wir schon 9800 Seelen. Reicht. Das reicht auf jeden Fall. Da muss ich den nächsten nicht auch noch angreifen. Allerdings ist natürlich doof. Ich brauche eigentlich nochmal so viele. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Wegen dieser dämlichen Waffe. Ich habe auch schon 30 Stärke. Ne? Ich könnte auch eine gewaltige Axt bald tragen, aber... Nee.
Schaue ich jetzt nochmal zur Spinne, dann geht halt meine Menschlichkeit weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nützlich sein könnte. Schaue ich nochmal zur dicken Spinne. Glaube, das müssen wir alles auf nächstes Mal verschieben. Das muss alles aufs nächste Mal verschoben werden. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Tassilo hat keinen Plan. Bis dann, tschüss.